Hallo und herzlich willkommen zurück zu Postal 2. Ja, was waren das für letzte Parts? Was haben wir da geleistet? Wir haben Osama Bin Laden getötet, wir haben sein Nest ausgeräumt, wir haben sein geheimes Labor Tora Bora gefunden. Und jetzt begeben wir uns hier auf den Rückweg und gucken, dass wir hier so schnell es geht rauskommen aus dieser Kanalisation. Und vor allen Dingen, dass wir das auch schaffen, ohne zu sterben, was nicht gut aussieht. Jetzt. Oh nein, die roten mich wieder. Ist gewichen. Habt ihr das gesehen? Neo von Matrix ist ein Scheiß gegen mich, sagte er und starb. Da hätte man früher drauf kommen können. Didn't you just save? Und sofort wird das Feuer wieder auf uns eröffnet. Müssen wir so schnell es geht raus. Mal sehen, was dieser Weg für uns übrig hat. Sieht so aus, als wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ich fasse das nicht. Meine Güte, was ein Krampf. Und was ein Kampf, vor allen Dingen auch. Ja. Unglaublich. Unglaublich. Da will man den Zuschauern einfach nur mal diesen Geheimgang zeigen, der direkt hinter seinem Trailer ist und landet dann in der Taliban-Hochburg. Unfassbar. Vor allen Dingen wollte ich euch ja nach dem ersten Part, wo ich da so durchgestorben bin, wollte ich ja erstmal die Story weitermachen, aber irgendwie dachte ich mir, nee, komm, machst das jetzt in einem Stück weiter. Oh, wir haben eine kugelsichere Weste bekommen, die stärker ist als die normalen. Nicht schlecht. Naja, wollte ich eigentlich mit der Story weitermachen, aber gut, dass ich weitergemacht habe. Denn das habe ich ehrlich gesagt auch noch nie gesehen gehabt. Erstmal durchatmen jetzt. Ja, jetzt müssen wir erstmal wieder an Heilung kommen, würde ich sagen. Munition haben wir ohne Ende. Ja. Oh, was ist hier los? Oh, mittlerweile sind auch Soldaten in der Stadt. Ui! Also, wir haben Donnerstag unsere Aufgaben What is in this not Apalm bekommen. surprise me? Get Crucci, get Steaks und pay Ticket. Ach, ich würde sagen, wir bezahlen erstmal das Ticket. Also das, ja, den Jeez, whoever designed this guy das was on Knöllchen. serious crack. Uiuiui. Ich bin immer noch ganz hin und weg von Osama. Die
Bücherei steht immer noch in Flammen. Auch irgendwie unser Verdienst. Oh. SWAT-Team ist mittlerweile auch in der Stadt. Wir müssen ja gleich eh noch ins Einkaufszentrum, um eine Crouchy oder Crotchy zu holen. Diese Puppe. Und da würde ich sagen, klauen wir noch mal ein paar Donuts. Och, Demonstrant, ich habe jetzt gar keine Lust, mich mit euch anzulegen. Oh, und ein Redneck. Ja. Legt euch mal mit der Armee an. Gute Idee. Viel Spaß. Hi. Hey. I'm here to pay for this trumped up addition to some highway patrolman's retirement fund. That'll be $300. Shit. I'm sorry. And let that be a lesson to you, Mr. the Dude. Learn how to drive. Padude. And another one bites the dust. Ja, die Sacknase hat uns jetzt 300 Piepen für das Knöllchen abgenommen. Ich weiß gar nicht, ob es da noch eine Alternativmöglichkeit gibt, dass man das vielleicht nicht zahlen muss. Irgendwie einfach die Polizei, das Polizeirevier dann in Schutt und Asche legt oder so. Keine Ahnung. Ja, dann holen wir uns doch mal die Steaks, oder? Ich würde sagen, vorher gucken wir mal in das Hotel rein, ob hier vielleicht irgendwo bisschen Heilung für uns liegt oder sowas. Was ist das eigentlich für ein Radar? Ass-Sniffer. Scheint ein gut belegtes Hotel zu sein. Hallo, Muppelchen. Vielen Dank. Oh, Scheren gefunden. Geil. Oh, jetzt hast du mich bemerkt. Ist das dein Ernst? Sehr gut. Stop right there. Oh, that can't be good. Oh. Now I can't feel my legs. Ja. Macht ihr immer. Tschüss. Wo geht's denn hier lang? That's clearly wrong. Oh! Wir waren gerade noch Lunchpakete. Die nehmen wir doch mal direkt mit. Why does this not surprise me? So, einfach nur geradeaus. Stop or I'll shoot. Hi.
Why does this not surprise me? Oh, Donuts. Geldautomat? Ja. I suppose it would have been more politically correct to put women and the minorities first. Donuts. So, einfach nur geradeaus durch die Ladezone und dann rechts lang. Meine Güte, was eine Stadt. Ich denke, ihr merkt, dass langsam es ein bisschen ungemütlicher da wird, weil es immer mehr Leute gibt, die einfach uns nicht mögen. Die wir auch nicht mögen. Ja, ja. Wo wir gerade beim Thema sind. Meat World. Schnauze voll von euch, ich möchte meinen Zuschauern nämlich gerne noch was zeigen. Zwar diesen Ort. Ich kniee vor dir, großer Kuh. Irgendeinen satanischen Altar. Oh, eine Katze, eine verbrannte. Oh mein Gott, ihr seid ja krank. So, jetzt gehen wir mal zu Meat World. Hallo, ich hätte gern ein paar Steaks. Gut durch. Obwohl, nee, lieber Roh, ich mach dir gut durch. Hey, Ayatollah, how about some service over here? I need some steaks for the Psychotic Friends Network Barbecue. Crap, now I'm gonna have to find it myself. They probably keep them in the back room. I'll bet that door is unlocked. Ach, dass bei dem nicht mal was funktioniert hier. Aber das hat, glaube ich, auch viel mit dieser komischen Stadt zu tun. Zack. Uiuiui. Bist du sicher, dass du da noch Steaks haben willst, Alter? Gerade Osama Bin Laden besiegt. Ihr könnt mir gar nichts, ihr Verrückten. Ja, schon. Müssen wir ja nicht wissen. Okay, zwei Wege. Mehrere Wege führen nach oben. Nein, nur einer. Hey, ich habe einen Napalm-Kanister gefunden. Theoretisch müsste die Aufgabe doch auch jetzt erledigt sein, oder? Meine Güte.
Oh, meine Lieblingswaffe. Die muss ich euch gleich unbedingt demonstrieren. Unbedingt. Boah, das darf ich nicht vergessen. Aber das muss ich in einem ruhigen Moment machen. Oh. I feel better already. Ohne Worte. Ah, schaut immer unter Treppen nach. Mein Gott, was geht hier ab, ey? Munitionssparen für die M16, M4, also keine Ahnung. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ist das, soll das eine M16 sein oder eine M4? Ich kenne den Unterschied ehrlich gesagt nicht. Ihr wisst sowas bestimmt. Mit Sicherheit wisst ihr das. Oh, wow. Zumindest die Shotgun sollte es doch sein. That's the stuff. Da versteckt er sich hier vor mir, oder? Wird denn da gleich den Kopf verlieren? Oh! Ach schön. Glaube ich an dem vorbei. Schnell es geht raus hier. Ja, jetzt macht die Polizei hier eine Razzia, ne? Okay, versuchen wir mal, vielleicht will die uns ja gar nichts. Wir sind ja anständige Bürger. Und irgendwie spinnt meine Tastatur gerade rum. Mal wieder. Also wir werden jetzt gesucht von der Polizei, weil wir einfach nur hier drin waren. Das macht Sinn. Schießen. Oh. Ja, jetzt schnell zurück. Und Crucci holen. Ja. Ich kenne euch nicht, ich mag euch nicht, ich gehe weg, ha, lasst mich in Ruhe. Ja.
Oh. Your parents are going to die. Ich glaube, wir holen uns noch mal ein paar Donuts, oder? Oh, ich bekomme gerade einen Anruf. Wahrscheinlich will sich jemand beschweren, dass ich so eine Scheiße überhaupt spiele. Sie bekotzt sich da. Juhu, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. I better get out of here. Oh oh. Boah. Mittlerweile sind hier aber eine Menge Leute, die uns tot sehen wollen. Ist ja fast wie im richtigen Leben. Mann. Gucken, ob die SWAT-Leute jetzt was machen, weil wir werden ja eigentlich von der Polizei gesucht. Oh, das scheint denen herzlich egal zu sein. Gut. Ui. So, müssten gleich da sein. Werden jetzt auch nicht mehr von der Polizei gesucht, das ist doch auch schon mal gut. Geh vorbei, geh! Ah. So, wir holen uns jetzt mal eine Crotchy-Puppe hier in der Mall im Einkaufszentrum. Gucken noch mal, was es hier sonst noch so gibt. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge machen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Trinkt einen für mich mit. Bis denne.